Bring mir was über die Jagd bei. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Dazu bist du noch nicht bereit. Zeig mir deine Ware. Der Kampf wird nicht lange dauern. Bleib stehen! Da!
Mensch. Der Kampf wird nicht lange. Du forderst mich besser nie wieder heraus. Bleib stehen, Nora! Hab ich dich endlich! Hab mich nie. Bleib stehen, Mora!
gibt doch nur wieder Ärger. Das hat uns gerade was gefehlt. Was willst du? Hast du nichts zu tun? Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Zeig mir deine Ware. Bring mir was über das Schmieden bei. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Als wenn das so einfach wäre. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Am besten du erledigst das selbst. Was kann denn schon groß passieren? Ja, warum nicht? Als wenn das so einfach wäre. Sieh zu! Ist das dein Ernst? Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fremder. Man muss eben aufpassen. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Das hätte er doch besser wissen müssen. Zeig mir deine Ware. Ich denk darüber nach. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Du solltest meinen Rat annehmen. Man muss eben aufpassen, was man so erzählt. Kann dir doch egal sein. Am besten du erledigst das selbst. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Möglich ist alles. Als wenn das so einfach wäre. Ist das dein Ernst? Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. Am besten du erledigst das selbst. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Glaubst du wirklich? Klar, warum nicht? Wenn er so weitermacht, wird das nie was.
zu schwer. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jeder andere auch. Erst kürzlich habe ich den Ork sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher noch mal hier auf. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Auf welche Waren wartest du? 3 große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie.
Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Nein. Schade. Naja, macht nichts. Dann muss ich wohl die Pflanzen essen. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann. Du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Ich habe Fleisch für dich. Super. Danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Ich ruhe mich ein wenig aus. Wollt ihr wohl damit aufhören? Da! Bleib stehen! Da! Thank you.
Ich denke, das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit! Gut. Was willst du noch? Los, hau ab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt, verschwinde! Zeig mir deine Ware. Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du wagst es, mich zu bestehlen? Ja. Mara! Bleib stehen, Mara! Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. Verkauf mir deine Tränke. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Ich bring dich weg. Gut.
Da! Wem hast du's? Armselige Kreatur. Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Hier, nimm wenigstens diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Ich will Akrobatik lernen. Körperbeherrschung ist eine feine Sache. Damit kannst du einen Sturz aus großer Höhe sicher überstehen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Bring mir was über die Jagd bei. Dazu bist du noch nicht bereit.